So we will call out the names of the players from the two teams, and we will start with the names of the team from Great Britain. Bradley Shoesmith. Dylan Evans-Jackson. Callum Curran. Jack Simmons. James Walker-Smith. Jamie Thomas. Jonathan Stannon. Josh Brassington. Liam Cockrell. Macaulay Oldfield. Matt Grimes. Matthew Loki. Michael Guys. Robbie Kine. Simon Lowe. Tom Hodgett. Will Allen. Will Jackson. Und wir begrüßen auch die Trainer der Mannschaft, Andrew Morgan, Phil Richardson, and Samuel Gundy. Ich rufe nun die Spieler der deutschen U17 Open Nationalmannschaft auf. Alexander Allgeier. Benjamin Blitsch. Carlos Bonipadilla. Christian Hocker. Daniel Siller. Jin Min. Fabian Binder. Johannes Schall, Jonathan Schall, Julian Zeuka, Lars Bollmer, Lukas Schall, Marcel Bührer, Marcel Hartmann, Mo Drucklacher, Pascal Waller, Patrick Pritsch, Paul Harsch, Samuel Beutmüller, Tim Reinhardt, Tim Tuschen und die Trainer Chantal Vollmer und Max Leibersberger. Mit dem Fuß auf der Linie war. Der deutsche Spieler ist mit diesem Foulwurf nicht einverstanden
Die Scheibe geht zurück zum Werfer, zu Mo Bruklacher. Dieser ganz weite Pass, der bekam zum Ende noch einmal etwas Auftrieb. Dadurch hatte der britische Spieler gute Chancen, auch wenn es anfänglich nicht so aussah, doch es hat nicht ganz gereicht. Damit gelingt Mo Bruklacher der Wurf zum ersten Punkt für Deutschland, gefangen durch Benjamin Britsch. Yeah.
Der britische Spieler scheint die Scheibe zu lange in Händen gehalten zu haben. Er wurde, wie man sagt, ausgezählt. Er darf sie maximal 10 Sekunden in Händen halten. Dadurch kommt Deutschland wieder in den Scheibenbesitz und dieser Punktwurf wird nicht gezählt. Großbritannien kann ausgleichen nach einem langen Pass von Liam Cockerill auf Will Allen. Thank you.
Erneut ein Foulruf. Ja, vermutlich wurde der deutsche Spieler ausgezählt, hatte zu lange gebraucht zum Werfen. Dadurch kam Großbritannien in den Besitz der Scheibe und hat jetzt eine... Deutschland kommt wieder in den Besitz der Scheibe, nachdem ein deutscher Spieler zuvor ausgezählt worden war. Oh.
Der deutsche Spieler zeigt an, dass dieser Pass im Aus gefangen wurde. Wichtig ist dabei, dass beim Fangen, wenn man in der Luft die Scheibe fängt und auf den Boden aufkommt, zählt der erste Bodenkontakt. Die Linie zählt dabei zum Aus. Und jetzt gibt es wohl eine Inspektion des Bodens, um zu sehen, wo der britische Spieler nach dem Fangen aufgekommen ist. Es gibt keine Einigung über diesen Ausruf, daher geht die Scheibe zurück zum Werfer. Das war also kein Punkt. Großbritannien geht in Führung, baut die Führung aus zum 4:2, nachdem der Pass gefangen wurde von durch den deutschen Spieler. Großbritannien kam nach einem Fehlpass in den Besitz der Scheibe und baut die Führung weiter aus nach einem Pass von Simulo auf Robbie Keane. Schwierigkeiten zu bereiten zu scheinen. Es scheint, dass es einen Foul-Call gab. Vermutlich wurde ein verteidigender Spieler gesperrt und hat diesen auf Englisch Pick gerufen. Dadurch, dass das Sperren des verteidigenden Spielers weit
entfernt von der Scheibe passiert ist und der Vorteil, der dadurch entstehen könnte, gar nicht ins Gewicht fällt, wird noch darüber diskutiert, ob das der Fall ist. Aber man einigt sich darauf, zurück zum Werfer und das Spiel geht gleich weiter. Dazu muss der deutsche Spieler die Scheibe berühren. Sie sehen, dass einige Spieler zu früh losgelaufen sind, doch jetzt ist es gleich soweit. Thank you.
Hier wird darüber diskutiert, welche Stelle des Bodens der britische Spieler beim Fangen in der Luft als erstes berührt hat. Scheibitz geht zurück zum Werfer. Es gab einen Foulruf und dann wird das Spiel normalerweise angehalten, was hier nicht passiert war. Deswegen nochmal erneut die Ausführung nach dem Foulruf. Dieser Anwurf ging in Zeiten aus und dadurch darf der britische Spieler die Scheibe etwa 20 Meter vor seiner Endzone-Linie ins Spiel bringen. Der britische Spieler wurde hoch angezählt.
Michael Geist wirft auf Liam Cockrell. 7-5. Und wir kommen jetzt zur Halbzeitpause, die 10 Minuten dauern wird. In der zweiten Halbzeit starten. Die Scheibe war auf dem Boden, bevor sie in die Hand des deutschen Spielers kam. Deswegen Scheibenbesitzwechsel. Jonathan Stamen warf diesen Punkt auf Will Allen.
Uneinigkeit darüber, ob der Spieler hinter der Punktlinie aufgefangen hat. Wieder ein Blickkorn, Sperren der Verteidigung.
von Rob Bruglacher auf Fabian Winter. Ein Team, das Spiel gewinnt. Beim Simon im Stadion. Und ich komme zu dir. Ich komme, sobald das Spiel aus ist, zum Ein langer Pass von Matt Grimes auf Will Allen. Aus wird Deutschland wieder in Scheibenbesitz kommen. Thank you.
Der dritte Spieler hatte die Scheibe länger als 10 Sekunden in der Hand. Er wurde ausgezählt und dadurch kommt Deutschland in den Besitz der Scheibe.
Wer spielt da im Finale, Simon? Deutschland nimmt eine Auszeit. Thank you.
Großbritannien nimmt eine Auszeit. Es gab einen Foulwurf.